Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von berlinfernsehen.tv. Am Samstag, dem 11. September, fand die Freiheit statt Angstdemo statt. Bei dieser Demonstration wandten sich die Bürger dagegen, dass der Staat persönliche und andere Daten nicht unkontrolliert sammeln und weitergeben darf. Die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises und Passes, aber auch die Einführung der elektronischen Patientenkarte sind Beispiel dafür, dass der Staat seinen Wissensdurst über die Bürger omnipräsent erhöhen will. Das finden viele Bürger nicht gut und deswegen gingen an diesem Tag über 10.000 Menschen auf die Straße. Auch viele Ärzte meinen, dass die Einführung der elektronischen Patientenkarte das Ende des Arzt-Patienten-Geheimnisses ist und deswegen wenden sie sich gegen die Einführung der elektronischen Krankenkarte. Ich finde es wichtig, dass gegen die Vorhaben der Bundesregierung und auch der Krankenkassen vieler auch Wirtschaftsunternehmen protestiert wird, die Daten aller Patienten einzusammeln und sie in großen Datenbanken zu speichern, mit dem Zweck, daraus wirtschaftliche Vorteile zu ziehen, aber auch von Seiten des Staates, dass er sie seine Bürger eben überwachen kann. Und beispielsweise, wenn jemand eine besondere Krankheit hat, kann man ihn damit unmöglich machen, in der Presse zum Beispiel. Alles das ist möglich durch die elektronische Gesundheitsakte und die Gesundheitskarte. Sicht der Ärzte hat es keinerlei Vorteile. Manche Patienten versprechen sich davon, dass sie schneller an ihre eigenen Gesundheitsdaten wieder herankommen können. Aber das ist eigentlich auch heute kein Problem, weil sie brauchen bloß bei ihrem Arzt nachzufragen, was auf seinem Computer ist, und er ist jederzeit verpflichtet, das ihnen auszuhändigen, aber nicht von einer zentralen Datenbank. Was ist Ihre Meinung zu der neuen Gesundheitskarte? Meine Meinung zu der neuen Gesundheitskarte ist die, dass ich sie nicht brauche, weder für meine tägliche Arbeit als Arzt noch sonst wie, auch nicht als Patient. Deswegen bin ich heute hier. Von der Wiege bis zur Bahre, Daten, Daten, Daten. Anne Roth hat die Allmachtsversuche des deutschen Staates persönlich zu spüren bekommen. Angst, und damit diese Demo, hat für mich eine sehr persönliche Bedeutung. 2006 gab es die erste ganz kleine Demo hier in Berlin. Ich gebe zu, ich war nicht dabei. Im Spätsommer 2006 hat die Bundesanwaltschaft angefangen, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gegen André Holm und andere zu ermitteln. Wir wussten nichts davon und waren mit den Vorbereitungen der Proteste gegen den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm beschäftigt. Im Sommer 2007, zwei Monate nach dem Gipfel, wurde André festgenommen und war 3 Wochen in Untersuchungshaft in Berlin-Moabit. Im Spätsommer gab es die nächste Freiheit statt Angst-Demo. Sie war groß und viele haben die Einstellung des Terrorverfahrens gefordert. Das hat uns sehr geholfen. Die Republik diskutierte über drohende Terroranschläge, über Online-Durchsuchungen und die geplante Vorratsdatenspeicherung. Wir hatten Angst, dass André wieder in den Knast muss. Es gab einen Innenminister namens Schäuble. Auch 2008 gab es eine große und unübersehbare Demo und niemand zweifelte mehr daran, dass es in Deutschland wieder eine Bewegung für Freiheit und gegen Überwachung und Kontrolle gab. Für uns ging die Überwachung weiter, auch wenn wir nicht so genau wussten, wie. 2009 wuchs die Demo noch weiter. Die Auseinandersetzungen um Internetsperren wurden Wahlkampfthema und alle Parteien wunderten sich, was sie da verpasst hatten. Wir wurden weiter überwacht. Die Bundesanwaltschaft ist eine schlechte Verliererin. 2010 waren wir Schäuble als Innenminister los. Jetzt ist er für Finanzen zuständig und das Ergebnis ist auch nicht beeindruckend. Im Juli 2010 bekam André Post von der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren wurde endlich eingestellt. Im selben Schreiben steht mehr oder weniger deutlich, dass sie finden, dass sie trotzdem irgendwie recht hatten und dass sie die ganzen Akten an die Staatsanwaltschaft in Berlin übergeben. Und warum? Wir fragten, ob es also in Berlin ein neues Verfahren gäbe. Die Antwort war, das können wir nach Paragraph so und so nicht beantworten. Die Antwort war nicht, es gibt kein Verfahren. Das heißt tatsächlich nichts. Es kann auch sein, dass sie Arschlöcher sind und es uns einfach nicht sagen, dass es kein Verfahren gibt. Aber wir wissen es nicht. Es folgte ein Schreiben zum Entschädigungsanspruch, der immerhin wird André zugestanden, für die U-Haft und für die Festnahme. Keine Entschädigung gibt es für die erste Hausdurchsuchung, die 16 Stunden dauerte. Denn an der ist er selber schuld. Sein, Zitat, Hang zur Heimlichkeit
Also das viel zitierte konspirative Verhalten war grob fahrlässig, heißt es, denn, Zitat, er geriet sich als Mitglied der NG, der Gruppe, deren Mitgliedschaft ihm vorgeworfen wurde. Wie man das macht, wissen wir nicht. Es ist stiller geworden um diese Sache und das ist gut so, aber es ist immer noch nicht zu Ende. Um den Innenminister ist es auch stiller geworden. Die Regierung hat aus dem PR-Desaster um die Internetsperren gelernt. Der Haut-drauf-Schäuble ist weg und stattdessen haben wir einen Schäuble im Schafspelz. De Maizière sagt die richtigen Sachen, hält netzpolitische Dialoge ab. Es gibt eine Internet-Enquete-Kommission im Bundestag. Die Qualitätsmedien laufen ihm nach wie die Dackel und plötzlich sind alle gegen das Review. Aber auch er will die Vorratserweiterung, europäische Datensammlungen, Bankdatenaustausch, mehr Bundeswehr im Innern. Auch er will Gesetze verschärfen, weil angeblich die Gewalt gegen die Polizei zunimmt. Dabei ist das überhaupt nicht belegbar. Zuletzt hat er angekündigt, die vom Grundgesetz gebotene Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten aufzuweichen. Wir haben gelernt, dass wir genau hingucken müssen, wenn sie uns etwas als Terrorismus, als Gewalttäter oder als Splitterbombe verkaufen wollen. Wir sind nicht blöd. Wir sind gemeinsam gegen Überwachung und Kontrolle und wir lassen uns nicht spalten. Die Antiterror-Diskurse wurden zurückgefahren und dafür haben wir eine neue Familienministerin, die stattdessen Extremismus verfolgt. Die neuen Überwachungsprogramme werden mit dem Label Extremismus versehen und es werden weiter alle beobachtet, die aus dem Raster fallen. Der Ton hat sich geändert, aber die Suppe, die wir auslöffeln sollen, ist die gleiche geblieben. Wir sind nicht blöd. Ihr könnt eure Suppe alleine essen. Deswegen sind wir heute hier. Wir lassen uns nicht kontrollieren. Das Telefon von Frank Sirske, Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi, wurde heimlich von Lauschern der Telekom abgehört. Auch er weiß, wie es ist, wenn man ausspioniert wird. Deswegen wendet er sich mit ganzer Kraft gegen die Einführung der staatlichen elektronischen Kaderakte Elena. Ebenso wie dies bei Elena der Fall ist, diesem Exzess an Datensammelwut in Deutschland, wo die Arbeitgeber jeden Monat zig Daten über jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin weitergeben sollten. Ihr erinnert euch, ursprünglich war sogar vorgesehen zu erheben, ob und welche Arbeitnehmer sich an Streiks beteiligt hätten, und zwar differenziert nach rechtmäßigen und sogenannten unrechtmäßigen Streiks. Da sollte unter anderem die Frage beantwortet werden, ob jemand, der von sich aus gekündigt hat, andernfalls, wenn er das nicht getan hätte, vom Arbeitgeber gekündigt worden wäre. Von diesen Fragen hat man mittlerweile Abstand genommen. Aber auch so gibt es noch zig Daten und Fragen und Daten und Fragen, die erhoben werden. Das ist Vorratsdatenspeicherung pur und ein Fall für das Verfassungsgericht, wenn die Bundesregierung nicht von sich aus die Konsequenz zieht und das Projekt aufgibt. Wir als Arbeitgeber, Verdi, haben jedenfalls beschlossen, wir setzen Elena nicht um. Und Abstand zu nehmen von diesem Projekt, das genau ist unsere Forderung an Merkel und Co. Begrabt das Elena-Projekt, es stinkt schon jetzt zum Himmel. Ranga Tanges, Sprecherin der Freiheit statt Angst-Demo, fasst das Anliegen der Demonstration noch einmal zusammen. Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ist vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig und nichtig erklärt worden. Das heißt, auch alle bisher gesammelten Daten müssen gelöscht werden oder mussten schon gelöscht werden. Dieses Urteil ist am 2. März gefällt worden und das ist ein großer Erfolg der Bürgerrechtsbewegung, denn da diese Verfassungsbeschwerde haben wir eingereicht. Nun haben wir ja heute auf der Demonstration gehört, kommt ein weiteres Gesetz, Elena. Das heißt also, die Daten von Arbeitnehmern sollen gespeichert werden. Was ist überhaupt Elena und wo soll das hinführen? Elena ist der elektronische Entgeltnachweis und das ist tatsächlich eine Vorratsdatenspeicherung von Sozialdaten, also eine Vorratsdatenspeicherung von Arbeitnehmerdaten. Seit Januar diesen Jahres sollen die Arbeitgeber von allen ihren Arbeitnehmern die Daten abliefern, und zwar jeden Monat. Da soll dann genau die Stundenzahl, was verdient wurde, Fehlzeiten, Fehlzeitengrund, also Urlaub,
Krankheit oder Streik, Tätigkeit im Betriebsrat und so weiter. Das wird da alles mit abgespeichert. Und das wird einfach schon mal gesammelt für den Fall, dass jemand irgendwann vielleicht mal eine Bescheinigung braucht wegen zusätzlich Hartz IV zum Arbeitsentgelt oder wegen Elterngeld oder Wohngeld. Dann ist ja die Staatssicherheit der DDR ein ganz kleiner Zwerg dagegen gewesen. Das ist richtig. Ich denke, Herr Mielke würde sich die Hände reiben, wenn er die technischen Möglichkeiten und die Datenbanken zur Verfügung hätte, die wir heute hier haben. Damit hört es ja nicht auf, sondern es geht weiter mit der elektronischen Patientenkarte. Die Patienten denken, oh, ist wunderbar, im Notfall kann mir schnell geholfen werden. Aber da steckt ja mehr dahinter. Das ist eins der großen IT-Projekte der Bundesregierung schon seit langem. Und natürlich geht es nicht darum, dass die Patienten mehr Rechte bekommen und bessere Versorgung bekommen, sondern im Gegenteil geht es natürlich darum, zum einen Geld dort einzusparen, den Patienten sogenannte Mehrwertdienste aufs Auge zu drücken. Das heißt Dinge, die dann nicht mehr von der Versicherung bezahlt werden, sondern die sie separat dann allein bezahlen müssen. Und letztendlich ist es einfach ein großes IT-Firmenförderprojekt, weil wieder einmal Geld nicht in die Patienten investiert wird und in bessere Versorgung, sondern in IT-Infrastruktur. Jede Arztpraxis muss dann die entsprechenden Lesegeräte für die Karten besorgen und die Software muss geändert werden und so weiter und so weiter. Und das können wir bei vielen anderen IT-Großprojekten ebenso beobachten, die an erster Stelle zur Selbstversorgung der IT-Unternehmen dienen. Gibt es sonst noch was, gegen was Sie jetzt heute demonstrieren? Wir wollen, dass das Gesetz für Internetsperren, das in der letzten Legislaturperiode beschlossen wurde, nicht nur ausgesetzt wird, wie es jetzt der Fall ist, da ist einfach der Vollzug ausgesetzt, sondern wir wollen, dass ganz klar gemacht wird, dieses Gesetz wird zurückgenommen. Es gibt also noch eine Menge zu tun. Bleiben Sie als Bürger wachsam und wehren Sie sich gegen einen Staat, der alles von Ihnen wissen will.